Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide. Wir haben in der letzten Folge die Rundreise bestritten und sind bis nach Tanaris gekommen und haben uns in Gadgetzen niedergelassen. Und heute wollen wir hier oben in 1000 Nadeln bei der schimmernden Ebene anfangen mit Questen. Mal sehen, was es uns für Quests überreicht werden. Auf jeden Fall immer drauf achten, ne? Tanaris ist noch eine tödliche Gegend für uns. Also möglichst fernhalten von jeglichen Gegnern. Wir werden definitiv sehr schnell Level 33 werden, weil wir ja kurz davor sind schon. Ah, und das Eisenerz ist auch wieder da, was wir in der letzten Folge abgeerntet haben. Dann holen wir uns das doch gleich nochmal. Eisenerz jetzt schon gelb. Oh. 152, ich hatte die ganzen Eisenerze in Bachen verwandelt. Und da sind noch ein paar Punkte rausgekommen. So, doch lieber als Katze. Wenn wir jetzt hier auf die ersten Gegner treffen, die sind in unserem Level, sollten wir denen als Katze gegenübertreten. Okay, sobald es hier vorne nach rechts geht, werden wir nach rechts abbiegen und uns die Quests holen. Bin ich mal gespannt, was für Quests hier auf uns warten. Weil mit dem Hunter und auch mit der Hexe, die ich ja früher gelevelt habe schon, habe ich hier nicht gequestet. Das heißt, die Quests sind mehr oder weniger auch für mich neu. Illusionenrennbahn. Dann schauen wir doch mal. Eiscreme-Verkäufer. Ist hier drin noch jemanden? Kupferbolz, Ingenieursbedarf, okay. Also nichts Interessantes jetzt erstmal. Und dann haben wir hier ein paar Quests. 30 Raketenwagenteile sollen wir sammeln. Bringt Chaos Weltmeister Teilebestellung nach Ratchet, okay. Und Hemming Nessimberry. Ah, das soll man Schlingdorntal bringen. Toll, schon die erste Quest, die wir nicht machen. So. 6 Einheiten salziges Skorpitgift. Und 9 gehärtete Schildkrötenpanzer. Dann haben wir hier drüben noch eine ganze Reihe an NPCs stehen. Die meisten können wir gar nicht interagieren. Tränkeverkäufer. Redet mit mir! 10 hohle Geierknochen. Kommt bald wieder! Okay. Und dann haben wir. Hier können wir dann rappen bei dem. Schusswaffenverkäufer. Und hier haben wir den Rennstreckenleiter. Sehen, was der für eine Quest. Töte 10 Standstein. Okay. Geht in gut, dann haben wir ja jetzt einiges zu töten und zu sammeln. Kann es ja direkt losgehen. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe. Und dann sind wir hier auch schon direkt Level 33 geworden. Was nehmen wir denn?
Ich würde sagen, den Beschützerinstinkt, mehr Heilzauber und Beweglichkeit. Die erhaltene Heilung ist erhöht. Das ist in Ordnung. Gut. Weiter geht's. Die Schildkröte brauchen wir. Ich bin außer Reichweite. Muss auf jeden Fall eins sagen, dass die Gegner hier schön verteilt sind. Also man muss nicht so stark darauf Acht geben, dass man hier unbedingt Abstand hält, um zu verhindern, gegen mehrere gleichzeitig zu kämpfen. Dafür sind die Gegner aber dann doch ganz schön stark. So, da haben wir das erste salzige Skorbitgift. Oh, das ist Level 35. Also die Basilisken, Ich muss das sind schon ordentliche Gegner jetzt. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Da kommt einer entlang geschossen. Ich habe nicht genug Energie. Vielleicht müssen wir das Rennen dann später auch nochmal machen. Kann ich noch nicht tun. Aber zunächst einmal müssen wir hier ein paar Gegner besiegen. Dann gehen wir mal in Richtung der Wände hier, der Hügel. Vielleicht haben wir da noch die Möglichkeit, Erze zusätzlich zu sammeln. Stärke und Beweglichkeit verringert, das passt mir ja überhaupt nicht. Nicht genug Energie. Ich mal entfernen das Gift. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Ich habe nicht Energie. Ist ja zweimal meinem Finisher ausgewichen, ne? Das zieht natürlich viel Damage ab. Ja, da haben wir doch gleich einen Silbervorkommen. Das werden wir uns gleich mal holen. Schildkröte, sobald wir genug Energie haben. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Die Gegner haben definitiv hier sehr viele Lebenspunkte. Wahrscheinlich müssen wir hier bei jedem Gegner uns direkt wieder hochheilen. Holen wir uns erstmal das Erz und hier haben wir noch so ein Trümmerteil. Sehr schön, hat sogar noch einen Skillpunkt gebracht, das Silbervorkommen. So, kurz auf die Energie warten, dann kann es losgehen.
Das ist weit entfernt. Tun. Na, dass wir uns hier bei 30 Teilen jedes Mal wieder in die Menschengestalt zurückverwandeln, zerrt natürlich auch am Mana. Aber ich werde jetzt einfach mal hier außen entlang gehen, solange wir noch so viele Möglichkeiten haben, verschiedene Gegner zu erledigen. Ich habe nicht genug Energie. Können ja noch mal gucken. Ja, hier ist alles voll mit Symbolen. Wirbelvortex ist, glaube ich, das Einzige, was wir derzeit nicht benötigen. Ich muss hier ran. Level 35 sind die schon. Okay. Ja, ich hoffe ja mal, dass wir durch die Quests und die Gegner töten hier auf jeden Fall Level 34 werden. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nicht genug Energie. Oh, jetzt hat er pariert. So schön 5 Kombo-Punkte. Hat es trotzdem nicht so viel abgezogen, weil es nicht krittet. Die Schildkröte hat uns fast besiegt, ne? Muss ich mal vorstellen. So, weiter geht's. Nächste Schildkröte. Haben wir bisher noch keinen Panzer von der bekommen. Wäre auch schön, wenn wir die mal treffen könnten. Kann jetzt ja nicht wahr sein hier. Jetzt haben wir den ersten Panzer, okay. Ah, das war ja jetzt wirklich merkwürdig, ne? Dreimal hintereinander ausgewichen oder pariert dieses Teil. Ich muss näher ran. Wir werden quasi die Schildkröten, die so harmlos aussehen, zu den schlimmsten Gegnern. Wir brauchen alles, von daher haben wir keine Auswahl. Weiter geht's. Eichelkröten machen schon enorm Damage. Ich bin außer Reichweite. Ich bin nicht bereit. Nicht genug.
Droprate von den Loot, den die hier haben, ist jetzt nicht gerade berauschend, habe ich das Gefühl. Führt natürlich dazu, dass wir hier länger bleiben werden. Oh, da sind Geier, die brauchen wir auch. Boah, nicht immer ausweichen. Weil wir brauchen auf jeden Fall hier höheres Level. Das ist ja sehr nervig. Hier drei, viermal hintereinander ausweichen. So, mal gucken, was diese Salzwüsten-Aasfresser so können. Das ist zu weit entfernt. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Das war mal ein schöner Crit. Ich bin außer Reichweite. So. Okay. Ich muss. Ziemlich gut hier, ja, habe ich das Gefühl. Ein Stück zurückziehen. Dann haben wir genügend Energie direkt eingesammelt. Wenn wir jetzt noch treffen würden, wäre das richtig gut. Aber danach sieht es halt irgendwie nicht aus. So, ein Königsblut können wir noch mit einsammeln. Hier noch diese Raketenwagentrümmer. Wahrscheinlich werden wir damit unseren eigenen Raketenwagen dann zusammenbauen und dann müssen wir hier um die Strecke rumfahren. Könnte ich mir fast vorstellen. Hier setzt eine Blutelf-Paladine. Level 29, ist auch mutig. Level 29 kann das hier schon ziemlich in die Hose gehen gegen diese Gegner. Nur gedacht, dass ich hier außen rum gehe, um die ganzen Erze abzufarmen. Ne? Nicht ein Erz bisher aufgetaucht, bis auf das eine Silbervorkommen am Anfang. Ich muss ran. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Wieder am Ende sonst wie ausgewichen die Schildkröte. Zumindest sind sie neutral. Das heißt, wir können die uns immer schön zurechtlegen. So, die Raketenwagenteile haben wir ja fast. Zumindest zwei Drittel davon haben wir fast.
Das ist nicht einfach. Ich habe nicht genug. Das hat gut funktioniert, dann holen wir uns gleich den Salzstein-Kristallhaut. Davon haben wir, wenn wir den besiegen, dann auch schon 8 von 10. Kommt er wieder angeschossen. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Er hat jetzt ganze 4-mal ist er ausgewichen unseren Attacken. Hier ist Schildkrötenparadies. Die ist sogar nur Level 30. Komm mal hier in ein Gebiet, in dem wir schwächere Gegner haben. Die ist wieder Level 34. Die sieht auch irgendwie größer aus als die anderen. Das Gefühl. Das ist weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht bereit. So, erstmal hier noch ein paar Trümmer einsammeln. Dann geht's weiter. Ja, wir haben hier Panzerschnapper und Schildkröten. Die Schildkröten sind irgendwie Level 30, die Schnapper 34, 35. Okay. Interessant. Das Gute ist, die sind alle neutral. Das heißt, man kann die hier schön einsetzen, sich rausziehen. Die rufen auch nicht nach Verbündeten, wenn man die hier in der Nähe besiegt. Nicht genug Energie. Auf einmal ist die Droprate auch wieder besser. Ich habe nicht genug. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Trotzdem bei 2 wird es dann schon wieder eng. Uns erstmal diesen Aasfresser hier. Ich bin nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ich bin nicht bereit. Dann die kleine Schildkröte, das sollte kein Problem darstellen. Für die großen Schildkröten bin ich dann doch lieber Full Life. Die Fähigkeit ist noch nicht.
Ah, jetzt fängt's doch langsam an, dass wir auch ein paar Gegenstände bekommen. Ein paar Quest-Gegenstände. So, wieder kurz abwarten. Hier gibt's ja keinen Quest-Gegenstand irgendwie in dem Teil drin. Und weiter geht's. Ja, nachdem die letzte... Hör auf, hier dauernd auszuweichen. Nachdem die letzte Folge quasi im Sinne des Wandern war, ist die Folge hier komplett im Sinne des Kämpfens. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Erstmal noch so eine Schildkröte hier nehmen. Ich muss näher ran. Ich noch nicht tot. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. So, nächsten Schnapper. Das ist das zweite. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Haben wir uns noch die Schildkröte. Außer Reichweite. Nicht. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, werden noch ein paar Trümmer hier eingesammelt. Davon liegt noch ein Teil. Drüben liegt noch ein Teil. Zwischenzeit füllt sich auch unser Mana wieder schön auf. Ein übelster Schildkrötenfriedhof. Wenn wir jetzt Kirschner wären, ne? Wäre das schönes Leder. So, weiter geht's. Nehmen wir uns den Schnapper hier noch vor. Ja, Video geht auch schon wieder fast 30 Minuten heute. Aber zumindest eine Quest wollen wir ja noch erfüllt bekommen. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. So, 7 von 9 Panzern haben wir auch. 8 von 10 Salzsteinkristallhaut, obwohl das ist hier nur eine Quest, da müssen wir ziemlich viel besiegen und looten. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Die Geierknochen brauchen wir dann auch noch und das Skorbitgift. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Oh, eine grüne Stoffweste. Ja, nichts für uns jetzt. Ich muss näher ran. So, die Steinkristallhaut heute haben wir schon fast besiegt. Nicht genug Energie. Wrackteile sind auch bald unser. So, das wäre der letzte benötigte Salzsteinkristallhaut. Aber auch gleich noch mit.
Backpedal so viel Energie hergestellt, dass wir mit voller Energie starten können. Trotzdem ist es äußerst knapp geworden mal wieder. So, Skorbitgift haben wir auch noch kaum was. Das heißt, erstmal auf Skorpionjagd gehen. Ja, der verringert wieder unsere Beweglichkeit. Um 14, das ist ganz schön viel. Und es hält 3 Minuten lang. Also das Gift sollten wir definitiv immer runternehmen. Das Teil noch mit. Ja, leider auf der gesamten halben Runde kein Erz gefunden. Unglaublich. Ein Erz und ein Kraut, also das ist eine lächerlich geringe Ausbeute. Vor allen Dingen, was die Erze betrifft, die hätte ich jetzt hier nur wesentlich mehr vermutet. So, dann haben wir die Raketenwagentrümmer zumindest. Hier sind jetzt auch Salzsteinbasilisken. Die brauchen wir nämlich auch für die Quest. So, müssen wir denn hin? Okay. Ich würde sagen, wir kämpfen uns noch bis zum Hauptweg durch. Dann werden wir zum Questgeber zurückgehen und die Folge erstmal beenden. Also alle Quests in einer Folge reinpacken. Da sind wir dann doch ein bisschen zu langsam. Haben wir jetzt übrigens auch über 1000 Lebenspunkte mit Level 33. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ja, bei Gegnern mit weniger Lebenspunkten kann man 3 Kombo-Punkte aufbauen und dann den Finisher einsetzen. Bei Gegnern mit mehr Lebenspunkten würde ich dann auf 5 Kombo-Punkte gehen, wobei der erste Kombo-Punkt immer das der Krallenhieb ist mit dem Blutungseffekt. Und wenn man 5 Kombo-Punkte aufbaut, setzt man den Krallenhieb nochmal als 5. ein. Wenn man natürlich glücklicherweise mehr Kombo-Punkte bekommt durch einen Crit, dann kriegt man automatisch halt mehr Damage durch den Finisher hin. Yay, mal wieder ein Skorbitgift. So, gegen die Level 30 Gegner geht's ganz gut. Ich habe nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, gegen die Schildkröte hätte ich eher Dings machen sollen. 3 Kombo-Punkte. Aber okay. So. Den Basilisken noch. Ich will gern das Königsblut noch mitnehmen. Da haben wir 2 Kräuter gefunden, aber nur ein Erz, ne? Unglaublich. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie.
Also der will auch gleich noch Stress haben. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Geierknochen sind wir bei der Hälfte angelangt. Okay. Holen wir uns noch ein paar von den Skorpionen und natürlich die Schildkröte. Da sind wir bei 7 von 9. Ja, also wir haben definitiv genügend noch für die nächste Folge. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Es droppt halt auch sehr schlecht, also das muss man schon sagen. Wie viele Schildkröten ich gerade bei dem Boot und so umgebracht habe und ich bin erst bei 7 von 9 Panzern. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist definitiv keine schöne Drop-Chance hier. Oder Drop-Rate, eher gesagt. Die Chance ist ja immer festgeschrieben, aber die Rate ist ja das, was man aus der Drop-Chance dann wirklich erhält, persönlich gesehen. Und da bin ich nicht gerade mit Glück gesegnet. Nicht genug Energie. So, den nehmen wir definitiv noch mit. Ah, schon 2 Gifte auf uns. Das finde ich nicht schön. So. Wollen wir doch gleich mal gucken, ob die Erze noch da sind. Die sind nämlich direkt hier am Rande des Gebiets. Wenn die da sind, holen wir uns die nämlich schnell noch. Sonst schon keine Erze bekommen. Zumindest die, die wir wissen. Nee, das ist nicht da und das andere war eh nur ein Sinnvorkommen. Das wird wahrscheinlich uns gar keine Punkte mehr geben. Gut, dann geht es beim Hauptweg zurück. Eine Quest können wir ja schon mal abgeben. Hier ist ein Orkjäger, der auch questet. Und dann werden wir in der nächsten Folge einfach mal in die andere Richtung hier gehen. Mal gucken, was wir da so abstauben können an Gegner. Ja, und allein nur durch die Gegner bekämpfen haben wir fast das halbe Level gemacht. Also ich schätze mal, dass wir auf jeden Fall ein Level hier bekommen werden. So, die eine Quest können wir abgeben. Ich könnte wetten, dass wir durch die Teile noch eine weitere Quest freischalten. Was geht euch durch den Kopf? Nee, das ist nur Nessingberry. Okay.
Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir unsere Quests hier in der schimmernden Ebene fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.